Hallo und herzlich willkommen zu World of Reviews, eurer Show zu allen Mototoys von damals und heute. In diesem Video widmen wir uns Mantenna, Hornocks listigem Speer und das in seinem Filmation-Gewand. Diese Figur entstand unter der Flagge von Super Sevens Club Grayskull-Linie und ist einer der meistgewünschten Charaktere überhaupt gewesen. Es ist das erste Mal, dass wir eine Mantenna im Look des Filmation-Cartoons bekommen, denn auch unter dem Banner der Masters of the Universe Classics erschien der Speer nur in seinem bekannten Aussehen. Doch der vierbeinige Anhänger der Wilden Horde muss sich keineswegs hinter der Classics-Version verstecken. In diesem Video zeigen wir euch die Vor- und Nachteile vom Filmation-Mantenna auf. Wie so oft beginnen wir mit der Verpackung, welche die gleiche ist wie bei fast allen Club Grayskull-Figuren. Mantenna ist sehr gut hinter dem durchsichtigen Blisterfenster zu erkennen und daher auch für Mock-Sammler sehr interessant. Auf der Rückseite ist ein schönes Artwork des Speers aus dem Filmation-Cartoon vor der Filmation-Version der Fright Zone zu sehen. Die Bio erzählt uns, dass Mantenna der mit Abstand bizarr aussehendste Charakter der Wilden Horde ist und dass er mit seinen Augen Strahlen absondern kann, welche den Gegner binnen Sekunden kampfunfähig machen. Obwohl Hordak große Freude daran hat, Mantenna zu misshandeln, hat sich sein schrillstimmiger Untergebener oft als fähig erwiesen, Patrouillen von Horde-Troopern gegen das unterdrückte Volk von Etheria zu führen. In diesen Momenten der Dominanz kommt die Grausamkeit Mantennas zum Vorschein. Nun zur Figur selbst. Diese ist getreu dem Cartoon sehr schlicht gehalten, was Super Seven sicherlich finanziell entgegengekommen sein dürfte. Denn alleine schon die vielen neuen Teile, die für Mantenna benötigt wurden, dürften einen Haufen Geld verschlungen haben. Die Figur hat einen Wechselkopf dabei, welcher mit ausgefahrenen Stielaugen versehen ist. Damit fällt ein Austauschen der Augen wie bei der Classics-Figur flach, meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Der Kopf geht auch relativ leicht runter und der andere drauf. Der Hals, der nach außen gebogen ist, kann auch umgedreht werden, sodass Mantenna fantastisch nach unten schauen kann. Der Kragen ist aus einem anderen, flexibleren Material und nur auf den Körper aufgeklebt. Leider kann er nicht abgenommen werden. Die Figur verfügt über alle bekannten Gelenke. Nur auf das Bauchgelenk wurde hier wieder einmal verzichtet. Aber es wird auch ehrlich gesagt nicht wirklich gebraucht. Statt drehbarer Oberarme besitzt Mantenna wie die Sorceress Doppelgelenke in den Ellenbogen. Schlussendlich erfüllt es aber den gleichen Zweck und sieht dazu noch besser aus, da vor allem die Gelenklöcher anderer Figuren wegfallen. Bei den Beinen hat man sich des Systems der Classics-Figur bedient, was eine gute Entscheidung war, denn diese war sehr gut. Die Beine sind sehr beweglich. Mantenna kann sogar auf zwei Beinen stehen, denn die Figur ist verdammt gut austariert.
Die Hände haben ein besonderes Feature, denn der Figur liegen Austauschhände bei. Um sie zu wechseln, muss man die Hände vorsichtig aus den Mulden ziehen. Die Pins sind sehr dünn, scheinen aber recht widerstandsfähig zu sein. Ganz so leicht bekommt man die Hände aber nicht in die Arme. Man muss, besonders beim ersten Wechseln, doch recht fest drücken. Sind die Hände aber erstmal ausgetauscht, dann sehen sie an Mantenna einfach nur cool aus. Leider können nicht alle Handpaare die Waffe richtig halten. Sie sitzt einfach zu locker zwischen den Fingern. Selbstverständlich könnt ihr die Handpaare auch mixen, was gar nicht so schlecht aussieht und tolle Kombos ergibt. Beim Zubehör kann man sich nicht beschweren. Besonders bei einer hundertprozentig neu gestalteten Figur war Super 7 hier recht großzügig mit Wechselkopf, einem zweiten Handpaar zum Austauschen und einem Blaster. Mantenna ist generell einer der interessantesten Charaktere der Wilden Horde. Leider war er im Filmation Cartoon zu einer Lachnummer verkommen, der besonders zu Hordaks eigenem Vergnügen herhalten musste und diverse Male durch Falltüren flog. Trotzdem aber konnte das seine Beliebtheit nicht schmälern. Leider sah die Vintage-Figur komplett anders aus als der Zeichentrick-Mantenna, wo der größte Unterschied in den zusammengepappten Beinen lag. Zum Glück verfügt die Figur über alle Bewegungspunkte der Classics-Figur und ist somit in den verschiedensten Positionen aufstellbar. Nicht nur das, denn durch die vier Beine kommen noch viel mehr Positionsmöglichkeiten. Vom Look her bringt die Figur alles mit, was die Zeichentrickvorlage vorgibt. Auch in Sachen Qualität hat Super 7 hier ordentlich nachgelegt, was man hier auch mal loben kann. Tja, das war's auch diesmal wieder. Vergesst nicht zu kommentieren, liken, abonnieren und Glocke anzuklicken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.